Ein Trainer, der 12 Jahre lang keine Mannschaft mehr trainiert hat, ein Obst- und Gemüsemogul als Clubpräsident und ein Team, das vor der Saison als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt wurde und sich aktuell auf Champions League-Kurs befindet. Holt euch einen Mango-Smoothie raus, hier kommt Diago 90. Vamos! Stefan hat mir eine Geschichte mitgebracht. Keine Ahnung. Es geht um eine der Überraschungen im internationalen Fußball. Eine Mannschaft der Top 5 Ligen Europas, die eigentlich, sag ich mal, in ihrer Liga als absoluter Abstiegskandidat gehandelt wurde. Oh, geil. Jetzt aktuell, so viel kann ich sagen, auf Europakurs ist und jede Menge weitere Überraschungen. Tisch um uns auf. Ganz kurz einzunorden. Stellt euch vor, Baguettes und Käse. Es geht in das. In welche Richtung kannst du gehen, Pippo? Baguette und Käse, Fromage. Natürlich. Frankreich. Comme ça va. In das nordwestlichste Eck Frankreichs, nämlich in die Bretagne. Die Halbinsel, die in den Atlantik ragt, genauer gesagt in die Hafenstadt. 150.000 Einwohner. Ungefähr so groß von der Fläche wie Offenbach am Main oder auch Bad Homburg. In Brest. Ich muss sagen, Brest für mich war einfach Brest. Auf der Landkarte, da war nichts. Brest. Also ich weiß. Start Brest und ich weiß, dass ich die viel zu häufig mit Start Reims verwechsel. Für mich so eine klassische Fahrstuhlmannschaft, so VfL Bochum, Frankreichs. Boah, dann weißt du viel mehr als ich. Also Brest, da hättest du für mich sagen können, was spielen die da? Spielen die Volleyball, Handball, Fußball? Ja. Keine Ahnung. Stadion, passen 15.000 Leute rein, also auch relativ klein. Brest, kleiner Verein. Du hast eben gesagt, jetzt ganz weit oben auf Europakurs. Was passiert da? Einen Namen kennen wir auf jeden Fall. Spielt aktuell in der Bundesliga. Der hat letztes Jahr da noch eine wichtige Rolle gespielt. Nämlich, der wollte wahrscheinlich, Frank wollte seine Honorarerhöhung ab nach Gladbach. Frank Honorar. Für 8 Millionen gewechselt. Von Brest nämlich als Rechtsaußen. War da vor der Saison auch so, boah. Große Lücke, die da jetzt klafft, wurde aber unter anderem eben auch gefüllt mit einem ehemaligen Rotationsspieler, Roman de Castillo, spielt eine ganz wichtige Rolle, Topscorer, 5 Tore, 5 Vorlagen auch. Jetzt nicht unfassbar viel, da sind noch andere Spieler, die wichtiger sind, aber man merkt, da stimmt es einfach innerhalb der Mannschaft aus verschiedenen Gründen. Ist das denn eine Mannschaft oder ein Verein, der jetzt grundsätzlich viel Geld ausgibt, also Honorar jetzt für 8 Millionen oder so zu Gladbach verkauft, wie viel bezahlt sie für so einen Castillo? Ach so, ein Castillo kann ich dir jetzt im Marktwert gerade gar nicht sagen. Ist aber auch schon Ende 20, also das sind eigentlich Spiele, die hat man so jetzt nicht wirklich auf dem Schirm. Ich glaube, die wird man in der Zukunft auf dem Schirm haben müssen, gerade auch als Bundesligist. Ne? Ich glaube, nach der Saison werden da die Bundesligisten auch so ein bisschen aufmerksam. Das ist aber, wenn wir uns finanziell bei Girona, haben wir alle direkt im Hintergrund, so viel Märchen ist es ja doch nicht, steckt ja die Citigroup dahinter. Yeah. Das ist hier nicht so. Also die sind, was den Marktwert des Kaders angeht, auch viertletzter. Die haben so 80 Millionen Marktwert des Kaders. Wenn man das jetzt vergleicht, die sind Zweiter in der Ligue 1 hinter PSG, Dritter ist Monaco. Ui. Monaco hat einen Kader, zweiteuerster der Ligue 1 mit 300 Millionen. Also wir sehen schon, der finanzielle Background, und das ist das Kuriosum, bei Monaco ist das ein ehemaliger russischer Oligarch, bei PSG ist das Emirat Katars, das dahinter steckt. Bei Marseille und Lyon sind das US-Gelder, die da in 100 Millionen Euro ausgegeben werden können in Transferphasen. In Brest ist das anders. Da haben wir nämlich einen Obst- und Gemüsemogul. Denis Lezon ist Mehrheitsaktionär bei Brest. Gemeinsam mit seinem Bruder Gérard Lezon haben sie das erfolgreichste Obst- und Gemüseunternehmen Frankreichs. Also haben da einen Jahresumsatz von 100 Millionen Euro, was jetzt natürlich nicht riesig ist im natürlich Vergleich nicht. Zu den anderen Vereinen in der Ligue 1. Aber die beiden sind eben mit 51%, beziehungsweise Denis Lezon hält diese 51% als Mehrheitsaktionär, ist gleichzeitig noch Clubpräsident, und die zusammen haben ihr Unternehmen Lezon Fruits et Légumes, oder wie spricht man es aus? Das Unternehmen Lezon. Lezon Fruits et Légumes. Et Légumes. Oder sowas. Das ist Frankreichs branchenerfolgreichster Obst- und Gemüsevertriebler. Und Wahnsinn. Das ist der finanzielle Background. Also der ist nicht riesig, da ist schon natürlich ein bisschen was da. Aber wir haben es ja gehört, 80 Millionen Kader ist nicht viel. Alles andere als das. Und die sind jetzt Zweiter, zwei Drittel der Saison ist rum. Genau, wir haben den 26. Spieltag gerade hinter uns, haben gerade unentschieden gespielt am Wochenende gegen Lille mit 47 Punkten, jetzt Tabellenzweiter, haben nur einen Punkt Vorsprung vor Monaco auf Platz 3, ist das nur ein Punkt Unterschied. Auf PSG sind es immerhin 12 Punkte, die haben 59. Aber man muss sagen, mit 13 Siegen haben die nur 4 weniger als PSG. Also die sind schon dafür, dass die vor der Saison als absoluter Abstiegskandidat gehandelt wurden, mit 8 Spieltagen vor Ende auf Platz 2 absolut auf Europakurs. Und das ist halt unfassbar. Wie machen die das? Bei dem Wie machen sie das, war, denke ich, beim Trainer. Was ist das für ein Typ und vor allen Dingen, wie ist der da hingekommen, wie spielt der? Tatsächlich spannend, wie der da hingekommen ist. Sein Name ist Eric Roy. Ich habe direkt, also man schreibt den Nachnamen R-O-Y. Ich
Roy. Franzose, Roy. Roy Keane Frankreichs, Eric Roy. Freut mich, Roy. Roy war ja, als aktiver Profi ein solider Sechser, defensiver Mittelfeldspieler, hat so in Frankreich bei Marseille, bei Lyon gespielt, auch bei Nizza, im Ausland bei Sunderland und Rayo Vallecano. Nicht verkehrte Karriere gehabt. Als Trainer allerdings hat er seit dem 3. Januar 2023, also guten Jahr, Trainer bei Stade Brest und war davor 12 Jahre lang nicht mehr Trainer. Er ist jetzt 56 Jahre alt, hat selbst gesagt, ich habe es eigentlich nicht mehr kommen sehen. Der Zug für mich als Trainer wahrscheinlich abgefahren. Ach du meine Güte. Der war zuletzt 1,5 Jahre Trainer bei Nizza, eben bis zu Ende 2011 und war danach nochmal sportlicher Leiter bis Mitte 2012 bei Nizza. Also eigentlich schon längst irgendwie vergessen, längst von der Landkarte und plötzlich. Das erinnert mich an irgendwie so einen Christoph Daum, der dann nach so einer langen Absenz plötzlich nochmal beim FC Köln aufschlägt. Ich weiß nicht, was der Grund war für die Abstinenz von Eric Roy. Aber er war auf jeden Fall nach diesen 1,5 Jahren als Trainer, da hat er nicht wirklich eine hohe Punktausbeute gehabt in Nizza. Dann, wie gesagt, das halbe Jahr noch als sportlicher Leiter, wahrscheinlich eine Übergangslösung, weil danach war erstmal 5 Jahre Ruhe im Karton. Also von 2012 bis 2017 war der überhaupt im Profisport nicht mehr aktiv. Er war danach auch nicht mehr, also vor Stade Brest war der in Nizza die 1,5 Jahre. Ansonsten war der in diesen 12 Jahren nicht einmal mehr Trainer. Vielleicht hat er seinen Sohn trainiert oder wenn er einen hat, keine Ahnung. Aber der war auf jeden Fall im Profigeschäft nicht mehr Trainer. Gibt's irgendwie einen Anhaltspunkt oder wurde dann Grund vermittelt, verkauft, kommuniziert, warum dann Stade Brest wieder auf den zurückgegriffen hat? Mitte 2012 dann als sportlicher Leiter bei Nizza ausgeschieden. Dann hat er 5 Jahre Pause gemacht, bis er 2017 als sportlicher Leiter bei Lens nochmal angefangen hat. Davor aber, in diesen 5 Jahren, hat er 2015 hospitiert. Und wahrscheinlich ist diese Hospitanz, auch wenn sie ja jetzt schon wieder 9 Jahre her ist, gar nicht mal so unwichtig gewesen. Denn das war mit sehr hochrangigen Kollegen, nämlich gemeinsam mit Zinedine Zidane, Claude Makélélé und Willy Sagnol, ist unser Eric Roy hospitieren gegangen. Und was glaubst du, wo die hospitieren war? Zinedine Zidane, Connections, Didier Deschamps. Boah, guter Call. Ich hätte jetzt auch auf einen französischen Trainer, Deschamps wäre der erste, der mir jetzt irgendwie bekanntermaßen eingefallen ist, aber tatsächlich 2015. Laurent Blanc. Laurent Blanc auch stark, weiß ich gar nicht, wo der 2015 war, aber tatsächlich sind die Abstecher nach Deutschland gemacht. Wohin macht man denn 2015 einen Abstecher mit den Kollegen, mit Fahrgelegenheit, Zinedine Zidane, Claude Makélélé, Sagnol und Roy? 2015, Thomas Tuchel war bei Dortmund. War der 2015 bei Dortmund? Boah, das wäre eine gute. Du bringst richtig gute Calls. 2015 weiß ich gerade gar nicht. Bei den Bayern war ich kenne nur die Antwort. Das ist Carlo Ancelotti 2000. Aber Bayern ist richtig. Sebener Straße. Nur war es nicht Ancelotti, sondern Pep Guardiola. Der Mann, der das Rezept hat, jede Kette aufbrechen zu können. Ja. Also er spielt tatsächlich auch im 4-3-3 heute, wie es ähnlich Pep Guardiola ja früher auch bei Barca gespielt hat, häufig so in dieser offensiven Variante, haben sie jetzt in der Saison 17 Mal gespielt, ab und zu hat er es auch defensiv gespielt, hast mit 2 Sechsern statt einem Sechser, aber meistens 4-3-3 offensiv, kennen wir ja von Barcelona, von Pep. Ja. Allerdings die Spielweise gleicht jetzt, na, in gewissen Punkten hat er sich bestimmt was abgeguckt, weil das ist einfach jetzt nicht von der Hand zu weisen. Aktuell die letzten 5 Spiele in 4-2-3-1 gespielt, nachdem sie davor 3 Unentschieden hatten. Jetzt am Wochenende auch unentschieden gespielt, aber aktuell ist wieder im 4-2-3-1 unterwegs, aber eigentlich bewegt er sich so zwischen 4-3-3 und 4-2-3-1. Mhm. Also 2015, die Hospitanz muss schon Spuren hinterlassen haben, denn ein elementarer Bestandteil seines Spiels, vor allem gegen den Ball, ist ein richtig krasses Pressing. Also sie haben nach PSG die meisten hohen Balleroberungen überhaupt in der Liga. Das bedeutet halt, wenn die den Ball verlieren, direkt in so Schwarmen, wie man es ja damals kennt. Dani Alves schmeißt sich rein, Xavi Iniesta auf einmal machen die Meter. Balleroberung und dann wie die Hyänen. Ne? Dann geht es dann plötzlich hier. Zack, genau. Also zack. Können wir eigentlich ganz gut vormachen. Alle drauf. Genau. Also genau, hier gehen die alle drauf. Genau, dann wird richtig hochgepresst. Alles presst so ein bisschen nach hinten. Außer quasi der Flügel, der bleibt hier. Und wenn jetzt hier die Balleroberung passiert, kommt relativ schnell quasi der Seitenwechsel. Und dann wird hier halt sofort versucht. Ja, hier kommt Linksverteidiger, einer der zentralen 3 Spieler, Loco, Randy Loco, überläuft gerne. Dann hast du hier natürlich nochmal eine Anspieloption oder ziehst dann direkt in der Mitte. Von rechts ist das Roman de Castillo, der Frank Honorat beerbt und das vom Rotationsspieler zum Stammspieler. Also, da läuft einiges zusammen. Ich glaube, dass sich da tatsächlich Teile von Pep Guardiola auch abgeschaut hat, aber was ganz Zentrales, was Pep ja nie gemacht hat mit Barca oder was er ja auch heute nicht macht, was würdest du sagen, wie würdest du Pep beschreiben? So? Pep, auf jeden Fall, seine Prinzipien sind, er braucht
viel Ballbesitz. Er möchte den Ball dominieren. Also er lässt wenig trainieren, was gegen den Ball passieren muss. Beziehungsweise er will so trainieren, dass er, wenn er gegen den Ball spielt, schnell wieder in Ballbesitz kommt. Ja, also kleines Gegenpressing auch, fand ich auch immer so. Gewollter Ballverlust, das man immer gehört hat. Standards. Standards. Bei ihm ist auf jeden Fall so, also Pep für mich immer, ich habe immer so diese Handball, ne, im Halbkreis, yeah, am 16er einschnüren. Bei ihm ist es so, klar, hat natürlich auch nicht die Spieler. Ich meine, marktwerttechnisch fährt er von unten, da hast du jetzt nicht die Spieler. Er spielt tatsächlich im Spielaufbau nicht ganz so viele Kurzpässe, wie Pep das immer mit City und mit seinen Mannschaften macht. Sie haben vor allem viele lange Bälle. Also viele lange Bälle, die aber jetzt, das klingt jetzt erstmal nach tief stehen, lang Holz und Glück haben, auf zweite Bälle gehen, ist bei denen tatsächlich nicht so. Die haben in der ganzen Liga und auch in ganz Europa die meisten genauen, geschlagenen, langen Bälle. Also ach, wirklich was. Number one. In den Top 10 der Spieler, die die genauesten langen Bälle in der Liga spielen, sind 4 von Stade Brest. Wo hast du denn so eine Info her? Ich bin ganz tief ins Archiv gesprungen und Respekt. Da wären wir auch schon beim entscheidenden Mann bei Stade Brest. Der entscheidende Mann heißt Pierre, ja, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, Pierre Lemelou. Pierre Lemelou. Pierre Lemelou kann man für mich auch komplett neu lesen. Ist vor allem zweikampfstark. Also hier Grüße gehen auch nochmal raus an Create Football, die uns die Stats hier zur Verfügung gestellt haben. Diese Zweikampfquote von 60%, richtig stark, die Konstanz. Danke Create Football. Danke dafür. Lemelou, so der Chaka von Stade Brest, kann man sagen. Also defensiv stark, ist einfach quasi der tiefe Sechser. Wir hatten es ja eben gerade hier. Zack, zack, zack. Tiefe Sechser, Lemelou. Dann zwei Männer vor ihm, die auch offensiv stark sind, auch Tore machen im 4-3-3. Er zweikampfstark, konstant und bringt eben auch vertikale Bälle mit, die halt stark sind. Und dann gepaart mit dem, hat die meisten lange Bällequote, wie scheiße klingt das, also die meisten besten langen Bälle der Liga kommen prozentual von Pierre Lemelou. Und das ist natürlich extrem wichtig, da eine Konstanz zu haben, zweikampfstark zu sein und die Bälle so überall zu verteilen. Wirkt so ein bisschen wie so ein Quarterback. Ja, genau. Wie es Chaka eben ja auch bei Bayer Leverkusen macht, ne? Einfach dieses Verteilen, sehen, den Raum sehen. Sie sind auch eine Mannschaft, und das haben wir gerade eben angesprochen, die haben jetzt nicht irgendwie so 30-40% Ballbesitz und stellen sich nur ihn rein. Die haben im Schnitt 53%. Das ist auf jeden Fall oberes Mittelfeld auch in der Liga. Locken oft auch die Gegner, halten den Ball in den eigenen Reihen und versuchen eben dann relativ zügig mit gezielten, das ist ein wichtiges Wort, gezielten langen Bällen dann in die Offensive hinter die Kette zu kommen. Also ist das eine Mannschaft, die sehr viele Tore schießt? Dafür ist sie bekannt. Das tatsächlich nicht. Also was Tore angeht, da hat Tabellendritter Monaco einen Platz hinten dran. Die haben, glaube ich, sogar 11 oder 12 Tore mehr. Die haben 36 erzielte Treffer, sind aber enorm stark, was die Defensive angeht. Und da sind sie in der Ligue 1. Ja, genau gleich wie mit Nizza, über die haben wir ja schon mal ein Video gemacht. Dante Bonfim Costa Santos. Opa, opa, opa. Also wir können es auch auf Europa beziehen. In der Ligue 1 sind sie mit Nizza zusammen die defensiv stärkste Mannschaft, nur 20 Gegentore kassiert. Ja. Europaweit sind sie auf Platz 3. Erster ist Inter mit 14 Gegentreffern nur in dieser Saison. Krass, ja. Zweiter, eine deutsche Mannschaft. Kommst du drauf? Bayer Leverkusen? Bayer Leverkusen, da habe ich immer offensiv im Kopf, aber tatsächlich 18 Gegentreffer nur. Und dann kommt schon mit 20 Toren OGC Nizza, Stade Brest und Real Madrid. Ach krass. Also defensiv. Boah, das ist eine Ansage. Extrem stark, ja. Das ist eine Ansage. Also defensive stark, Lemelou, einer der Unterschiedsspieler, dann hast du Castillo schon erwähnt. Wir haben den, hatte ich gerade Loco schon genannt. Ne? Loco, der Linksverteidiger? Ja, genau, Loco, ganz, ganz wichtig, weil er eben stark ist, weil er selten, weil er schnell ist, weil er selten überspielt wird und einfach auch ganz wichtig ist, da mit den Metern, die er mit nach vorne macht, aber auch defensiv stark ist. Also diese Verbindung ist auch ein Spieler, der für 500.000 aus Belgien kam vor der Saison und jetzt natürlich einen Marktwert von, ich glaube, um die 7 Millionen hat. Also Spieler, die sich hier wirklich krass weiterentwickeln. Überragend. Genau. Das heißt, ich fasse mal diesen ganzen Wahnsinn, ich versuche mal mitzunehmen, was ich hier mitgenommen habe. Stade Brest, normalerweise eher Abstiegskandidat. In dieser Saison plötzlich auf Platz 2, erster PSG-Verfolger, mit sehr niedrigem Etat. Mit Gemüsemogul an der Spitze im Hintergrund, der Mehrheitsaktionär ist, sich da irgendwie die Köpfe einhaut gegen die ganzen Nasser Al-Khelaifis und wer da alles am Start ist. Und eine Mannschaft, die sich
von der Pep Guardiola-Spielweise durch den Trainer eine Menge abgeschaut hat, aber irgendwie doch anders spielt, weil sie defensiv sehr stark ist und vor allen Dingen nach vorne über extrem effiziente lange Bälle kommt. Hätte ich das Handout nicht schreiben können. Überragend. Könnt ihr einen Haken dran machen? Packen wir die Shownotes für euch. Ich wünschte einmal in der Schule hätte ich so aufgepasst. Das war das Einzige, wo ich nicht ganz, also wo ich spekuliere, ist quasi Hospitanz war vor 9 Jahren bei Pep. Wie viel er sich da jetzt genau von abgeschaut hat, kann ich natürlich nicht sagen. Man sieht natürlich das 4-3-3, man sieht das starke Gegenpressing und dann wird er wahrscheinlich auch, ich glaube schon, dass der Bock hätte, noch dominanteren Fußball zu spielen im Sinne von, wir haben noch mehr Ballbesitz, aber du brauchst natürlich auch immer die Spieler dazu. Und bei einem Obst- und Gemüsemogul im Hintergrund, da rennst du halt mit dem De Castillo auf außen rum und nicht mit dem Libero. Aber die bekommen locker genug Vitamine, ey. Ey, ohne Witz, wenn die Heidelbeeren und die Mandarinen kreuz und quer geschmissen, der Kabine, glaube ich. Früher immer so einen Betreuer gehabt, der hat immer so geile so Obst, weißt du, so geile, was war drin? Was war drin? Da waren immer so Bananen, Trauben, Äpfel, einfach so. Mega! Nochmal richtig schön Fruchtzucker vorher rein. Wirklich da, gut, Alter. Wirklich gut. Fruchtzucker, nee, bei uns gab es immer Traubenzucker, immer so unser Co-Trainer Sammy hat uns früher immer Traubenzucker vorher verteilt. Mit dem Brechen, genau. Ich fand einfach immer diese, konntest du so ein ganzes essen? Ich war da komplett hyped drauf. Echt? Auf jeden Fall. Hätte ein Viertel gereicht. Also nach einem Viertel war ich so, ich mache dir jedes Team. Das glaube ich aber auch. Das glaube ich aber auch bei dir, Alter. Du direkt brauchst keine extra Energie. Also, Start Brest. Ich glaube, ist eine Reise wert. Ist so eine Mannschaft, die ist, glaube ich, richtig cool auf dem Schirm zu haben. Ich werde sie auf jeden Fall verfolgen. Es sind noch 8 Spiele, wie gesagt. 6. Spieltag. Holen die, lösen die das Ticket für die Champions League? Dann... Das frage ich jetzt noch den Experten. Das ist schwierig jetzt. Was ich auf jeden Fall richtig schön finde, dass du uns alle auf dieser Reise mitgenommen hast. Wenn euch das da draußen gefallen hat, dann lasst mal einen Kommentar da. Lasst auch gerne mal ein Abo da, würden wir uns riesig drüber freuen. Und macht vielleicht mal einen Vorschlag, wo wir als nächstes hinreisen. Macht genau das. Bis zum nächsten Mal. Vamos! 90. Vamos!